Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Bild hier bearbeite. Das Bild ist entstanden mit der lieben Laura bei unserem Fotowalk, den ich mit meinem Kollegen Olli zusammen einmal im Monat durchführe. Und zwar ist das Ganze entstanden in einem Steinbruch. Ihr seht es auch hier am Licht. Das Ganze ist mit natürlichem Licht aufgenommen und zwar kurz vor Sonnenuntergang sind die letzten Sonnenstrahlen da in den Steinbruch noch reingefallen. Ihr seht auch hier unten ist schon wieder keine Sonne, also wir haben wirklich so die letzten knapp 5 Minuten ausgenutzt, um da so ein paar richtig schöne Porträts zu machen. Und ja, dieses Bild gefällt mir besonders gut, da passt eigentlich alles von Mimik, Gestik, vom Bildaufbau, hier die Unschärfe vorne drin, hinten wieder die Unschärfe, das Ganze ist aufgenommen mit der EOS 7D und dem 1750 von Tamron bei 50mm, ISO 250, 160 Sekunde und Blende 4. Das Ganze ist auch knackig scharf, um hereinzoomen und da ist noch nichts nachgeschärft. So, schauen wir uns das Ganze mal an, wie ich da jetzt vorgehe. Und zwar gehe ich erstmal auf Details und schärfe mir das erstmal nach. Dann kann ich hier einfach auf dieses kleine Symbol klicken, suche mir hier das Auge raus und schärft das Ganze hier noch ein bisschen nach. Mit gedrückter Alt-Taste dann einfach in Schwarz-Weiß anzeigen lassen. Das Ganze nach Radius nehme ich mir hier ein bisschen raus. Die Details schaue ich mir auch nochmal an. Nicht zu hoch. Das Ganze muss nicht überschärft sein bei dem Bild. Aber ich werde es auf jeden Fall noch maskieren, weil ich ja die Steintextur nicht unbedingt so arg nachschärfen will. So, dass natürlich so die gröberen Stellen geschärft werden. Also das Ganze rauscht nicht wirklich, bei ISO 250 ist es sogar meine Kamera noch in Ordnung. Und da brauche ich dann also nichts machen. Dann gehen wir in die Objektivkorrekturen rein, das heißt chromatische Aberration entfernen und die Profilkorrekturen einstellen, das heißt hier noch das Tamron auswählen. Ich weiß immer noch nicht, warum Lightroom nicht versteht, dass ich einen Tamron habe und kein Sigma. Keine Ahnung, ist aber eigentlich auch egal. So, gehen wir in die Grundeinstellungen rein, da gehen wir erstmal mit den Lichtern ein bisschen runter, damit wir hier, wo so ein bisschen ausgefressen scheint, dass wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Zeichnung reinbekommen. Und wir gehen hier auch mit den, so einmal draufklicken, da ist das Ganze wieder eingepasst, mit den Tiefen noch ein bisschen hoch. Ja, seht auch gerade hier in den Augen, in den Haaren, kommt hier richtig schön Zeichnung wieder zurück. Und hier unten auch. Natürlich haben wir hier das Problem, dass sie sich da angelehnt hatte. Das ist mir bei einem Fotografieren nicht aufgefallen. Da habe ich mich einfach nur um das ganze andere gekümmert. Das heißt, das müsste man noch wegretuschieren. In dem Fall lasse ich es jetzt mal. Vielleicht mal noch ein zweites Video, wo ich das Ganze dann noch zeige, wie ich es wegretuschiere. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu was sehen wollt. Dann mache ich dazu selbstverständlich sehr, sehr gerne noch ein Video. So, dann gehen wir hier wieder Weiß ein bisschen hoch, mit Schwarz ein bisschen runter. Das mache ich immer dadurch, dafür, dass das Ganze ein bisschen mehr Knackigkeit bekommt. Genau. Die Klarheit ein bisschen hochnehmen, nicht so viel wie bei meinen Männerporträts, aber so ein bisschen kann man da noch mit reingehen. Gerade so plus 10, plus 11. Dunst entfernen lasse ich hier weg. Dynamik kann man hier ein bisschen reinbringen, weil das Ganze richtig schön Abendstimmung bekommen hat und bekommen soll. Und dann überlegen wir uns noch, ob das Ganze jetzt zu gelb ist oder ob das Ganze ein bisschen gelber werden kann, je nachdem. Ja, wir können hier also ins Bläuliche gehen. Dann seht ihr hier außen wird es schon richtig kühl, richtig im Schatten, richtig blau. Und hier ja, verlieren wir einfach so langsam das Gelb. Das heißt, ich gehe hier eigentlich eher her und lasse es in dem Fall so ein bisschen. Ich mag dieses richtig schöne Warme. So, nicht übertreiben. Und dann gehe ich aber her und mache mir hier trotzdem das Kühle wieder rein. Das habe ich hier mit zwei Möglichkeiten. Ich kann zum einen einen Radialverlauf anlegen, ja, wo wir sagen, wir machen alles außerhalb dieses Radialverlaufs ein bisschen kühler. Oder ich ziehe mir hier einfach zwei Verlaufsfilter rein, einfach draufklicken, dann von außen das Ganze hier reinziehen, richtig schön weichen Übergang kreieren. Helligkeit müssen wir nicht verändern, können die Helligkeit jetzt ein bisschen dunkler machen, ganz kleines bisschen, um den Fokus wirklich nochmal hier auf Laura zu lenken und das Ganze dann
hier ein kleines bisschen ins Kühlere ziehen. So, passt das eigentlich auch schon ganz gut. So, dann klicken wir hier auf Neu, gehen auch auf der Seite. Da müssen wir jetzt auch aufpassen mit dem Übergang, dass das alles passt. Machen ein bisschen weicher den Übergang. Auch hier gucken, ob wir es ein bisschen dunkler ziehen, nicht zu dunkel. Und dann auch hier ein wenig kühler. So, und das war es eigentlich auch schon. Klicken wir wieder drauf, dann ist das Ganze weg. Dann können wir uns noch überlegen, ob wir das Ganze noch ein bisschen zuschneiden. Ich könnte mir auch sehr gut eine 16 zu 9 vorstellen, sofern ich da nichts Wichtiges abschneide. Ja, hier unten verliere ich entweder Haarsträhnen oder wenn oben, dann würde ich eher noch enger schneiden. Aber nee, passt mir nicht. Gehen wir wieder zurück wie Aufnahme, können wir höchstens hergehen und das Ganze insgesamt ein bisschen kleiner machen. So rüberschieben. So passt es doch ganz gut. Genau, also hier, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr hier das sehen wollt, wie ich das sowas wegretuschiere. Also sind eben kleine Steinstaubfitzel, die man wegretuschieren kann. Hier oben haben wir noch was. Wirkt den Kleinen so ein bisschen deplatziert, dass es einfach nur ein Haar, das angestrahlt wird. Könnte man aber ganz einfach hier mit der Bereichsreparatur entfernen. Wenn wir es ganz klein machen, nehmen hier auf Reparatur, klicken da mal kurz drüber und schauen uns dann an, was uns Lightroom hier vorschlägt. Passt doch eigentlich schon ganz gut. So, wenn wir jetzt wieder rauszoomen, dann ist eben diese Stelle weg. Hautritzschutz und so weiter würde ich jetzt in dem Bild nicht unbedingt machen, wenn, dann eher in Photoshop, weil es doch eher diffizile kleine Sachen sind. So wie auch hier unten. Was bringt nichts, wenn ich jetzt die großen Sachen wegretuschiere, weil der Staub ist ja hier immer noch dran. In diesem Sinne, das war's soweit von diesem Bild. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Und wenn du jemanden kennst, für den das ganz interessant sein kann, dann teile das Video. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao.